world of quantum computing? Well, most of you is just gonna say, that stuff is just for cracking RSA keys. But there is actually a little bit more to that. It's interesting stuff. And our next speaker, Jan Alain, is going to introduce. Unser nächster Sprecher, Jan Alain, wird über Quantencomputing reden. And how to build your or our und own quantum computer. Jan? Benutzungs- und Bauszenarien und wie man das Ding bauen kann. Einen großen Applaus für Jan. Hello, hello everybody. Guten Tag, alle. Hallo zusammen, guten Tag für alle. We will begin this session by, wir werden diese Session anfangen damit, indem wir versuchen, euch zu überzeugen, dass man einen Quantencomputer tatsächlich zu Hause bauen kann. Das hier ist die Agenda. Wir sind auf einer InfoSec- und Security-Konferenz, also werde ich euch nur kurz überzeugen, warum Quantencomputing und Cybersecurity wichtig ist. Dann mit euch darüber sprechen, warum, wie ein Quantencomputer funktioniert. Und zuletzt wir einen bauen und auch, da wir auf dem 36C3 sind, wie wir ihn hacken. Jetzt möchte ich erstmal mich selbst vorstellen. Ich bin Franzose. Ich habe mein Projekt schon auf einigen Security-Konferenzen vorgestellt, als Sprecher und Trainer auf solchen Konferenzen. Ich bin primär ein Unternehmer und Ingenieur. Zwar in dem Unternehmen NextGenQ, was für Next Generation Quantum Company steht. Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung in Cybersecurity. Ich habe auch noch gegen I Love You und den Slammerworm gekämpft, falls ihr die noch erinnert. Und in vergangenen Aktivitäten habe ich über Software- und Hardware-Security gearbeitet. Warum sollten wir uns also mit Quantum Computing und Cybersecurity beschäftigen? Wenn ihr schwierige Berechnungen machen wollt, zum Beispiel auf RSA-Schlüsseln, dann etwa müsst ihr euch damit beschäftigen, eine große Zahl zu faktorisieren. Das wird klassisch ungefähr 10 hoch 34 Schritte brauchen. Das ist eine große Zahl. Auf einem normalen Computer bei Terahertz-Frequenzen wird das etwa 300 Billionen Jahre dauern. Auf einem Quantencomputer mit einem spezifischen Algorithmus, nämlich Shor's Algorithmus, braucht das nur etwa 10 hoch 7 Schritte. Das ist eine kleinere Zahl. Und bei einem Megahertz-Computer braucht das nur 10 Sekunden. Jetzt könnte man denken, ist das ein total übergehyptes Statement? Das ist wahr und falsch, denn der Shor-Algorithmus ist tatsächlich in der Lage, RSA in menschlich erreichbarer Zeit zu knacken. Aber um so eine große Zahl mit diesem Algorithmus zu knacken, brauchen wir viel größere Quantencomputer als gerade existieren, mit mehr Qubits, als sie gerade existieren. Dafür brauchen wir etwa 4000 ideale Qubits. Die existieren bislang nicht. Aber Quantencomputer können in unserer Domäne für den Erfolg von InfoSec benutzt werden. Etwa kann man einen Quantencomputer benutzen, um echte Zufallszahlen zu erzeugen. Das ist sehr nützlich für Kryptographie. Man kann damit auch deployen, was man blindes Quantencomputing nennt, was die beste Privacy für Cloud Computing etwa herstellt. Manche Leute beschäftigen sich damit, ein Quantum-Internet herzustellen, was spezielle Features für uns hat.
Wenn Leute das Quantum Internet benutzen, dann würde jede, die versucht, euch abzuhören, Spuren dabei hinterlassen, also so, dass ihr merkt, dass ihr abgehört werdet. Und nicht zuletzt bringt es uns neue massive Berechnungspower. So, wie funktionieren diese Dinge? Das ist diese eine Folie Quantenmechanik-Kurs für heute. Warum sind diese neuen Computer so mächtig? Im klassischen Computing benutzen wir Bits. Ein Bit kann nur in zwei Zuständen sein, 0 oder 1. Im Quantencomputing ersetzen wir die Bits mit Quantum Bits. Die nennen wir Qubits. Diese folgen dem quantenmechanischen Prinzip der Superposition. Und das bedeutet für die Nutzerin, dass wir die Schritte alle gleichzeitig machen können. Das heißt also, durch Superposition kann so ein Qubit praktisch gleichzeitig in den Zuständen 0 und 1 existieren. Das ist nicht ganz genau das, was es ist, aber für die Computer-Scientists, Informatiker in Perspektive reicht die Anschauung. Wenn also etwa ein Quantencomputer mit all diesen Qubits umgehen will, dann rechnet es gleichzeitig auf allen Lösungen dieses Quantenregisters und kann damit diese Datenberechnung erheblich beschleunigen. Und kann damit mit einem Schritt Zeit all diese Lösungen bearbeiten. Das ist der wesentliche Grund, warum Quantencomputing so mächtig ist. Also möchte ich natürlich meine eigenen Qubits bauen. Ja, das ist meine Reise, meinen eigenen Quantencomputer zu bauen. Und ihr werdet feststellen, dass es gibt einigen Erfolg, aber es gibt auch einige Fehler. Und meistens ist man irgendwo dazwischen. Ja, ich muss mich für eine Technologie entscheiden und wo ich meine Qubits rausherstellen möchte. Also hier geht es im Prinzip vor allen Dingen um Hardware, wie man seine eigene Hardware zusammenbaut, um seinen eigenen Quantencomputer zu bauen. Also die Zutaten, die ich dafür verwendet habe. Ich muss mir ein Material suchen, was quantenmechanisch sich verhält. Also das braucht man natürlich, um einen Quantencomputer herzustellen. Also man braucht irgendwas auf einer atomaren Skala. Das soll natürlich einfach zu bauen sein. Ich möchte es natürlich auch benutzen, möchte möchte es halt selber bauen können. Und ich möchte auch, dass der Computer bei Zimmertemperatur funktioniert. Ja, und es sollte natürlich auch stabil sein, also zuverlässig. Ja, es gibt einen Haufen Technologien, wie man seine eigenen Qubits bauen kann. Super-Connected Qubits und die werden von großen Firmen verwendet, wie IBM oder Google. Also die meisten großen Firmen nutzen eigentlich diese Technologie. Microsoft hat es auch versucht. Ja, mit Elektronenvakanzen. Mit Elektronenvakanzen in Diamanten. Und ich werde mich natürlich für diese Technologie entscheiden. Gefangenen Eisenkernen. Ionen. Ach so, Ionen, ja, stimmt. Um meinen Hardware-Support auf unterster Ebene herzustellen. Und das sind natürlich dann die Atome. Warum? Warum entscheide ich mich jetzt hier für so ein Atom, um so einen total coolen neuen Quantencomputer zu bauen? Ich denke, also der Hauptgrund ist, ich denke, dass ich das zu Hause bauen kann. Und es ist, ja, man kann es sich leisten und eine sehr verbreitete Technologie. Also wir benutzen hier vor allem Technologie, die schon in 1945 entwickelt wurde.
Also es gibt schon einen Haufen Experimente mit genau dieser Technologie. Und der Hauptgrund, die Qubits, die da rauskommen, haben eine ziemlich gute Qualität. Also die Qualität ist höher als bei anderen Technologien. Es gibt eine lange Kohärenzzeit und man kann dann riesige, also viel größere Programme damit machen. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen Theorie anschauen, um zu verstehen, wie man diesen Computer, wie dieser funktioniert. Also ich habe mich hier entschieden jetzt. Man könnte sich jetzt die Zeit nehmen und hier tausende von Gleichungen machen, aber wahrscheinlich würden die meisten die nicht verstehen. Aber damit könnte man natürlich auch verstehen, wie man mit Ionen Rechnungen anstellen kann. Aber ich habe hier ein Video auf YouTube gefunden und das möchte ich euch jetzt kurz vorstellen, damit ihr verstehen könnt, wie vom theoretischen Standpunkt aus ein Quantencomputer mit gefangenen Ionen funktioniert. Also es geht um elektronisch aufgeladene Atome und die sind so gut für Herstellung von Qubits und das ist eine Art von Forschung, die viel Quantencomputerforschung herausgebracht hat. Ein Qubit kann nicht nur 1 oder 0 sein wie ein normales Bit, sondern kann auch eine Kombination aus diesen beiden Zuständen sein, also 1 und 0. Und ein Ionen-Qubit wird aus zwei Energieleveln hergestellt. Also Ionen vom selben Typ sind identisch und so kann man also einfach mehr Ionen hinzufügen, um mehrere Berechnungen, also ein Quantencomputer braucht natürlich eine große Menge an Qubits. Qubits müssen in verschiedene Quantenzustände gebracht werden, um diese Quantenaufgaben erfüllen zu können. Bei einer Ionenfalle muss man halt eben das Energielevel erhöhen oder erniedrigen, also entweder auf 1 oder auf 0 oder natürlich irgendwo dazwischen, also eine Kombination aus den beiden. Die Umgebung, die um das Qubit herum ist, kann natürlich manchmal interferieren und irgendwie das Qubit zerstören. Also müssen wir Energielevel auswählen, die natürlich isoliert sind. Und Wissenschaftler haben sich coole Wege ausgedacht, um zusätzliche Wege an Sicherheit, also Schutz, hinzuzufügen. Quantencomputerberechnungen werden mit logischen Gattern hergestellt, die mehr als ein Qubit benutzen. Und deshalb müssen die Qubits in irgendeiner Form verbunden sein. In einer Ionenfalle sind die benachbarten Qubits verbunden durch Bewegung. Und dann kann man Bewegung inferieren, indem man Laserimpulse auf die Ionen schießt. Und um das Ergebnis abzulesen, muss man einfach nur schauen, ob das Qubit jetzt im Zustand 1 oder 0 ist. Und wenn man jetzt die anleuchtet, dann kann man sichtbar machen, ob das Ion das Licht also weiterleitet oder nicht. Und daran sieht man eben, ob es halt eben Licht oder nicht Licht sagt, dann 1 oder 0. Und Quantengeräte müssen natürlich irgendwie skalieren. Man kann natürlich nur eine gewisse Anzahl Ionen in eine Ionenfalle stecken. Aber man kann natürlich mehrere Ionenfallen verwenden und die verbinden, um größere Quantencomputer zu bauen. Und so kann man verschiedene Ionen von verschiedenen Ionenfallen miteinander kommunizieren lassen, nicht nur durch Bewegung, sondern halt eben auch über Module hinweg. Und so kann man einfach gut skalieren mit mehreren Modulen. So, Glückwunsch, ihr seid jetzt alle ExpertInnen Fallen von Ionen für Ionen und damit Quantencomputer zu bauen. Und nun ist der Plan, aber wie bauen wir so einen Quantencomputer? Wir brauchen Ionen, wissen wir jetzt, und eine Ionenfalle. Eine Vakuumkammer, um diese Ionen bzw. die Atome von der Umgebung zu isolieren. Wir brauchen Laser, um diese Ionen Quantenzustände zu manipulieren und Niedrig-Level-Software, um diese Laserimpulse mit dem richtigen Timing zu schicken und eine Kamera, um diesen Quantenzustand der Ionen zu messen. Das ist doch einfach, oder? So, let's go to the difficult parts, Lasst uns jetzt in den schwierigen Anteil gehen, denke ich mal. Ich möchte hier insbesondere deutlich sagen, dass das immer noch unfertige Arbeit ist.
Es wäre unehrlich zu sagen, dass das fertig wäre. Ich möchte auch sagen, dass wir hier hochelektrische Dinge manipulieren. Wenn ihr das zu Hause tun wollt, tut ihr das auf euer eigenes Risiko. Also, wie erschaffen wir überhaupt so eine Ionenfalle? Eine Ionenfalle ist im Wesentlichen ein Zusammenhang von Elektroden mit bestimmter 3D- oder 2D-Geometrie. Und da geben wir mittlere oder Hochstrom, ja, Rundstrom drauf, zwischen 200 Volt und 6 Kilovolt. Mit durchschnittlicher oder hoher Frequenz. Das liegt an der Theorie von solchen Fallen. Dafür gab es einen Nobelpreis, wie man einen Ion so fängt mit der elektrischen Spannung. Das benutzen wir, um ein elektrisches Feld zu erzeugen. Und das Ziel ist, die Ionen in einer Kette schweben zu haben über dieser Falle. Und wie erreichen wir das auf, sagen wir mal, dem Budget eines kleinen Unternehmens? So, versuchen wir das. Ich habe meine Ultra-High-Tech Militär-Level Labors benutzt, also meine Garage, einen 3D-Drucker, eine wenig kostende CNC-Maschine und PCP-Technik, Open-Source-Software, KiCad für die Elektronik, FreeCAD für die Mechanik und FlatCAM für das CNC, ein Hochstromtransformator, klassische Elektronik und isolierende Handschuhe. Denn Sicherheit geht vor. Und natürlich eBay als das Hauptversorgungstool. Der erste Versuch. Ich möchte eine klassische Paul-Falle bauen. Um zu klären, wie das funktioniert, schaue ich auf Google und finde, dass manche Institutionen wie etwa CERN Projekte haben, um Ionenfallen aus 3D-gedruckten Teilen mit leitender Tinte und einer Hochstromversorgung. Also mache ich etwa dieses. Hier ist die Hochstromversorgung in der Mitte. Und dann halten wir da Elektroden rein. Und damit haben wir gefangene Ionen. Das hier ist mein hauptsächliches Labor. Da haben wir auch das Stromteil, was Hausstrom benutzen kann. Hier seht ihr das 3D-gedruckte Teil mit den zwei Elektroden und einer Kamera. Das sind die Elektroden. Mit, wie ihr seht, unglaublich sicherem Verkabeln. Auch für die Sicherheit habe ich hier Widerstände eingebaut, um die Stromstärke ein bisschen zu begrenzen. In a more closer way, you will see that the high voltage is coming from this. Und von näher dran seht ihr, dass der Hochstrom hierher kommt, der dann weitergeht an die Elektroden. Und die Kamera schaut, was die Elektroden tun. Funktioniert. Und ich habe tatsächlich Erfolg damit, Makropartikel zu fangen. Das sind keine Ionen, das sind halt größere Partikel. Aber dann haben wir schon die ersten Fehler, nämlich mit dieser Geometrie können wir keine Laser dadurch leuchten lassen. Zweiter Versuch, wir versuchen eine andere Ionenfalle zu bauen, basiert auf einer anderen Topologie bzw. Geometrie dieses Zustandes, eine lineare Paul-Falle, die das Laserleuchten vereinfacht. Das musste ich selbst designen.
Denn CERN hat hier keinen 3D-Druckteil vorgegeben, weder leitende Tinte und Hochstrom. Dann habe ich dieses designt. In dieser Falle sehen wir, dass wir die Ionen auf einer Kette aufreihen in der Mitte dieser Falle. Also nutzen wir den 3D-Drucker und machen solche Rohre, solche Standbeine, Elektroden. Es ist komplett gebaut und klemmen jetzt die Kabel an. Die Partikel werden jetzt in der Mitte von diesen schwarzen Streben gefangen. In diesem Fall habe ich keine Widerstände eingebaut. Man sollte es also deswegen nicht berühren. Wegen Tod. Funktioniert. Tatsächlich ist das hier eine Kette von Partikeln, die gut in einer Reihe sind. Das ist mein erstes Quantenregister mit 8 Partikeln. Aber das hier ist jetzt gerade das größte Problem. Das alles muss in eine Vakuumkammer. Das hier etwa wäre eine Vakuumkammer. Großer Metallkessel. Und dann tun wir halt die Ionenfalle da rein. Warum noch einmal brauchen wir eine Vakuumkammer? Das brauchen wir, um die Partikel von anderen Atomen in der Atmosphäre zu isolieren, um Kollisionen zwischen solchen Atomen zu vermeiden. Denn wenn wir solche Kollisionen hätten mit unseren Ionen, würde der Quantenzustand einfach kollabieren, den wir brauchen. Und damit können wir nicht weiter berechnen. Also brauchen wir das Vakuum. Aber 3D-gedruckte Teile sind nicht kompatibel mit Hochvakuum-Umgebungen. Also funktioniert auch nicht. Sind wir jetzt gescheitert? Ja, wenn man ein Maker ist, ist es nicht einfach. Maker zu sein ist ein harter Job. Wir müssen also eine neue Lösung finden. Und zwar brauchen wir jetzt halt Materialien finden, die mit Hochvakuum kompatibel sind, um halt eben diese Ionenfalle zu bauen. Ja, ich habe die NASA gefragt. Ja, weil NASA schickt natürlich elektronisches Material in den Weltall und der ist natürlich wie eine große Vakuumkammer. Also sie haben eine Liste von Materialien öffentlich verfügbar, Materialien, die für den Weltraumeinsatz kompatibel sind. Also, was sind jetzt hier die Materialkandidaten für meine Ionenfalle? Ich brauche Gold als Leitmaterial, Keramik für mechanische Stützungen und Kaptonkabel für die Verkabelung innerhalb der Vakuumkammer. Ja, so Maker zu sein ist wirklich ein harter Job, weil jetzt muss ich natürlich eine Idee haben, um diesen 3D-Druck in irgendwas umzuwandeln, was mit Ultrahochvakuum kompatibel ist. Also, ja, muss ich wohl das Handbuch lesen? Es gibt einen Haufen Literatur, wie man Quantencomputer-Hardware im Internet, bei Google und es gibt einen Haufen Bücher über Quantenmechanik. Und diese Paper sind natürlich total gefüllt mit Details. Und ich habe das gefunden. Ein paar Leute haben es geschafft, so eine lineare Paul-Falle in eine planare Ionenfalle umzuwandeln mit planaren Elektroden. Das ist ziemlich cool. Also ich muss meinen 3D-Druck jetzt in irgendwie sowas umwandeln. Ja, also muss ich wohl meinen eigenen Chip produzieren. Für so eine Chip-Fabrik muss man ungefähr $200 Millionen ausgeben, also
Milliarden, also schon ziemlich viel. Ich habe Intel gefragt, aber sie wollten mir keine verkaufen. Ja, also das ist ein bisschen leicht jenseits meines Budgets, aber auch nur leicht. Also lass uns 5 Minuten drüber nachdenken, um eine Lösung zu finden. Also es hat mich natürlich länger gedauert, 2 Monate, um eine Lösung zu finden und zu testen. Also ich möchte ein neues Design machen, like a boss. Eine Ionenfalle. Ich benutze eine CNC-Fräse, also eine ganz normale CNC-Fräse von Amazon. Einen und einen leeren Keramik-Chip-Halter auf eBay von einem Norweger. Und dann halt simples Keycard-Design. Also benutze das. Das ist die Keramik-Schutzplatte. Und in der Mitte sieht man Gold. Also benutze ich jetzt dieses PCB in Keycard. Und jetzt machen wir Hochspannungselektrikfelder zu diesen beiden Elektroden. Und man braucht ein elektrisches Feld, um die Makropartikel der Ionen in diesen Reihen anzuordnen. Ja, so sieht die Produktion meines Quantencomputerchips aus. Danke. Ja, es funktioniert. Tada, mein ersten Quantencomputerprozessor zu Hause gebaut in meiner Garage. Ja, einfach ruhig bleiben und akzeptieren. Wenn man jetzt einen von meinen Prototypen anschauen will, ich bringe sie mit, ich habe den beigebracht, also ihr könnt ihn gerne anfassen und auch schauen, wie es funktioniert. Aber wenn man so komplexe Sachen baut, ich bin kein Physiker, ich bin nur ein Ingenieur, ein Verrückter. Also wie kann man überhaupt sicher sein, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet? Also bin ich vor ein paar Monaten ins CERN-Museum nach London gefahren und habe mir diese Ausstellung angeschaut von unserem Freund vom GHCQ, GCHQ. Der hat eine Ausstellung gemacht über alte Kryptographie. Und in diesem Museum stellen sie einen Quantencomputer aus, der auf Ionenfallentechnologie basiert. Danke. Das ist experimentelle Teile, die sie in diesem Museum zeigen über Quantencomputer. In der rechten Ecke, da ist eine Schablone und man hat da dieses Elektronikdesign, um seine eigene Ionenfalle zu bauen. Das ist das Design. Und das ist mein Design. Das ist das Design vom GHCQ. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Optischer Vergleich reicht. Natürlich muss ich auch noch meine eigene Vakuumkammer bauen. Das ist keine schwierige Vakuumkammer. Ihr braucht halt Metall, Nieten, Bolzen, Metallpumpen. Also ich habe verschiedene Pumpen benutzt. Benutze hier meinen Vakuumkammer, ist er nicht hübsch, und tue den Chip da rein. Und jetzt arbeite ich an Laser und dem optischen Setup, und das ist der schwierigste Teil davon. Weil wir spezielle Wellenlängen für diese Laser brauchen, und das muss präzise sein, um diese Atomenergielevel genau zu treffen. Natürlich kann ich ein paar Professionelle, die diese Geräte gut kennen, befragt. Das kostet dann aber so um die 25.000 Euro, mindestens, für diese Art Gerät.
Oder wir können versuchen, es selbst zu bauen. Für etwa 2000 Euro. Also habe ich versucht, ein eigenes Laser-Setup zu bauen. Ich bin weder ein Laser-Optik-Spezialist noch ein Laser-Spezialist. Also das war mein erster Versuch. Das ist alles im Netz zu finden. Man kann alles mit dem Netz schaffen. Und fand dieses Schema mit der Laserdiode, dann eine Linse, dieses CL, dann ein Spiegel. Das euch wählen lässt, welche Referenzfrequenz ihr benutzen wollt. Und dann haben wir Kontrolle mit einem PID dazwischen. Das scheinen normale Dinge zu sein, die man braucht. Mir ist irgendwie nicht richtig klar, warum die kommerziellen Produkte so viel kosten. Vielleicht werde ich bald meinen Fehler feststellen, den ich gemacht habe in der Zukunft. Jetzt habe ich jemanden auf dem Internet gefragt, der so einen Laser in Kits verkauft, sodass wir den Laser kaufen und selbst zusammenbauen können. Und dieser Laser ist kontrolliert mit einem Arduino. Mit einem Spiegel. Und es ist ein Helium-Neon-Laser Typ 2. Und ja, könnt ihr auch selber zu Hause machen. Dann brauchen wir natürlich noch einige optische Träger und Supports für die Linsen. Und hier kann ich wieder den 3D. Den 3D-Drucker für meine Vakuumkammer aus können nicht mehr benutzen. Aber das ist immer noch ein langer Weg bis hin zu vollständiger Quantencomputing-Hardware. Also mein Job gerade sind diese Laser. Ich schätze, dass wir noch etwa 6 Monate oder ein Jahr Arbeit vor uns haben, aber die gute Nachricht ist, dass auf dem Software-Level alles schon existiert. Wenn ihr etwa einen Quantencompiler braucht, die existieren schon, die sind Open Source. Wenn ihr ein Framework braucht für Pulse von Lasern, existiert, ist Open Source. Also, ich versuche euch zu überzeugen und lasst mich wissen, wenn ihr mir zustimmt, dass es durchaus möglich ist, einen Quantencomputer zu Hause zu bauen. Vielen Dank. Aber wir sind beim CCC. Jetzt möchten wir natürlich noch darüber reden, wie wir einen Quantencomputer hacken. Das ist der spaßige Teil. Das ist einfach. Macht das Übliche, was wir sonst auch tun. So als Infosec-Leute. Wir hacken einfach den schwächsten Teil. Wenn man einen Quantencomputer baut, gibt es nur wenige Dinge, die sich wirklich quantenmechanisch benutzen. Etwa dieser Chip und dieser Laser. Aber alles drumherum, um diese quantenmechanischen Teile, sind noch klassische Systeme. Etwa Wellenerzeuger, klassische Computer, Internet of Things, Zeugs, industrielle Systeme, die IP-Adressen haben. Wenn sie IP-Adressen haben, sind sie verletzlich für Attacken. Wenn ich also einen Quantencomputer hacken will, dann möchte ich das umgebende System hacken. Also, ein kleines Unternehmen, das ein Wettbewerber ist von mir, ist ein Startup von IBM. Die ultraleitende Teile benutzen. Da seht ihr, dass sie hinten rechts die Teile superkoolen müssen, damit sie halt zu diesen ultraleitenden Eigenschaften kommen.
würde also nicht bei Raumtemperatur laufen. Und um diesen Prozessor herum, da spricht der Forschende drüber, das ist ein gutes Video, um das zu verstehen, sehen wir, dass um den Quantencomputer herum lauter Instrumente haben. Und wenn wir da zoomen, seht ihr es. Da sehen wir einen Wellenerzeuger mit den spezifizierten Pulsen auf den superleitenden Prozessoren. Da ist ein Sticker. Und der Sticker sagt, gib das Passwort her. Ja, also natürlich aus Sicherheitsgründen habe ich jetzt da X reingemacht, damit jetzt nicht das ganze Passwort hier zu sehen ist. Ja, also zusammenfassend, Quantencomputers, ich möchte euch überzeugen, dass man Quantencomputer zu Hause bauen kann, das ist total machbar. Also für ja, Cybersicherheitsspezialisten auch interessant. Man muss natürlich seine eigene Risikoanalyse betreiben. Es ist total machbar zu Hause. Also versteht es einfach, es ist tatsächlich machbar. Ja, dieser Quantencomputer kann natürlich für gute und schlechte Dinge verwendet werden. Denkt einfach nur darüber nach, dass GCHQ einen Prototypen im Museum stehen hat. Es wäre natürlich cool gewesen, den Produktionsablauf für diesen Quantencomputer zu sehen. Quantencomputer sind genauso hackbar wie normale Computer. Also gute Nachrichten für die Cybersicherheit-Industrie. Und als eine Community von Hackern im CCC müssen wir einfach uns darauf vorbereiten, zu lernen und zu benutzen und zu programmieren, die Quantencomputer. Sowohl auf einem Software-Level, man muss einfach nur sein klassisches Gehirn einfach einen Schritt weiter denken, also ein klassisches Software-Gehirn zurücklassen. Und wenn man irgendwas auf Software-Ebene machen möchte, wenn man irgendwie Quantencode schreiben möchte, muss man seinen Code ohne Variablen, man kann einfach keine Variablen verwenden, es gibt keine Variablen im Quantencode. Wenn man Variablen benutzt, dann macht man einfach nur eine Kopie von einem Quantenzustand, und Quantenzustände kann man nicht kopieren. Also kann man keine Variablen im Programm benutzen. Und man kann es auch nicht debuggen, weil wenn man es debuggen, dann macht man eine Messung, und wenn man eine Messung macht, dann zerstört man den Quantenzustand. Also bereitet euch darauf vor, dass ihr euer Gehirn erweitern müsst, euren Horizont erweitern müsst, um die Quantenwelt zu verstehen. Aber es ist spaßig, zumindest manchmal. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, wäre es mir eine Freude, die zu beantworten. Ja, und das war die deutsche Übersetzung von Quantencomputer DIY at Home, gehalten von, ich weiß gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall, in der Übersetzerkabine saßen für euch Lucaro und Vassaro. Und wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns kontaktieren auf C3T oder @C3Lingo auf Twitter und Mastodon. So, bitte stellt euch an den Mikrofonen. Es gibt auch Fragen aus dem Internet, ja. Also erste Frage vom Internet. Da ist das Internet. Ja, das Internet ist ziemlich beeindruckt. Also jeder sieht sehr glücklich aus gerade. Also danke ans Internet. Hier sind auch ein paar Fragen. Zum Beispiel die erste wäre, welche Eigenschaften sollte das Element haben, was für die Ionenfalle gewählt wird? Also welche Eigenschaften sollte man sich anschauen, wenn man sich das Element für die Ionenfalle aussucht? Ich denke, die Person fragt, also welches Atom habe ich benutzt? Ich habe das Calcium-Atom benutzt, weil diese Atome
available. Weil es über diese Atome viel Literatur gibt, um zu sehen, wie diese Anregung und so funktioniert. Und es gibt ein paar Energielevel in diesem Atom, die besser geschützt sind von der Umgebung. Ja, gut. Dann schnell zum Mikrofon 3. Ja. Danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, was ist hier, also was ist der Benefit da, also der Vorteil davon? Diese Designs existieren schon, die Prototypen sind schon draußen und es wirkt so viel einfacher, mit Superleitern zu arbeiten, als statt mit diesem Design. Ja, warum würde ich nicht Superleiter benutzen? Also warum nutzen andere nicht diese Ionenfallen? Weiß ich nicht. Immer. Es gibt jedes Mal diese Frage. Warum nehmen die großen hochleitende Materialien, warum nimmst du Ionenfallen? Ich glaube, die Antwort könnte sein, dass die großen Unternehmen aus der Mikroelektronik kommen. Und so superleitendes Zeug wird gemacht auf Schaltkreisen, das kennen Sie schon. Für die ist es also naheliegend, solche Qubits herzustellen. Ja, danke. Mikrofon Nummer 2, bitte. Ich bin auch sehr beeindruckt und ihr habt auch gesagt, dass ja, Hobbynutzer könnten das wahrscheinlich nicht leisten, aber kleine Firmen schon. Deshalb möchte ich die Frage stellen, wie viel hat es gekostet? Ja. Alles, was ich euch gezeigt habe, it cost only less than 15 kilo of euro of material. Hat etwas weniger als 15.000 Euro für die Materialien gekostet, bislang. It is not for hobbyist, it's for small company. Es ist nicht für Hobbyisten, es ist für kleine Unternehmen. Eine Frage aus dem Internet, bitte. Die nächste Frage wäre, wird dein nächster Schritt sein, einzelne Ionen abzuspalten? Oder also wäre dein nächster Schritt, ja, er wiederholt es einfach. Wir versuchen, einzelne Ionen zu manipulieren. Und das Ziel ist halt mit Lasern. Also man scheint diesen Laser auf einzelne Qubits und mit dem stellen wir Verknüpfungen zwischen den Ionen her, mit dieser Kombination auf dieser Ionenkette. Wenn man dann also den Zustand eines individuellen Ions verändert, wird der Zustand dieses Ions verschoben auf der Kette und weil diese Ionen elektrisch geladen sind, stoßen sie sich ab, ziehen sie sich an, je nachdem wie sie geladen sind im Verhältnis zueinander und transferieren damit diese Quantenzustandsinformationen zwischeneinander. Das Ziel müsste also effektiv sein, einzelne Ionen zu manipulieren, indem wir Laser auf diese einzelnen Atome scheinen lassen. Prima, Mikrofon 4, bitte. Google hat angekündigt vor kurzem, dass sie die Quantensuperposition erreicht haben. Was ist deine Haltung dazu? Die haben eine ziemlich gute Quantenüberlegenheit, auf eine gute Art und Weise Quantenüberlegenheit hergestellt. Damit haben sie der Welt zum ersten Mal gezeigt, dass Quantencomputer tatsächlich Rechnungen machen können, die klassische Computer nicht machen können. Niemals. Aber ob diese Berechnung nützlich ist, darüber bin ich nicht sicher. Bis auf eins ist es nämlich in der Lage, die Zufälligkeit einer Zahl zu zertifizieren. Das könnte also nützlich sein für die Cybersecurity-Welt. Also für mein Unternehmen habe ich keinen Grund mehr, Marketing-Budgets auszugeben wegen Google, weil die die Macht von Quantencomputern nachgewiesen haben. Ja, Mikrofon 2, bitte. Hi.
Danke für den tollen Vortrag. Ich bin Materialwissenschaftler. Vielleicht habt ihr auch schon von unserem Unternehmen gehört. Und ich habe mich gefragt, was sind deine aktuellen Probleme damit? Ich habe viel zu viele Fragen, die ich jetzt hier stellen könnte. Wir haben gesehen, dass du so Partikel hattest, die in deiner Struktur rumgeschwebt sind. Aber das sind natürlich nicht die Atome, die du versuchst mit dem zu verbinden, um irgendwie Berechnungen zu machen. Also ihr habt das noch nichts dazu gesagt, wie du das erreichen möchtest und was ist dein aktueller Punkt? Hast du schon irgendwelche simplen Berechnungen gemacht? Nein, denn ich muss den Laser halt auf die richtige Richtung, in der richtigen Richtung leuchten lassen können. Und das bin ich gerade noch am Bauen. Okay, gut. Vielleicht gibt es da einige Möglichkeiten, wie ich mit deinem Projekt helfen könnte. Also ich habe, wenn ich die richtigen Leute frage, dann... Ich kann jetzt hier nichts versprechen, aber... wir haben so Nano-Lasersysteme wie ein 3D-Drucker, aber man kann das auf einer Nano-Skala machen. Also die Kosten des Druckers sind natürlich ungefähr 300.000 Euro. Ja. Ja, nehme ich. Danke dafür. Ein Abendessen haben. Ja, zwei neue Freunde hier tatsächlich. Frage aus dem Internet, bitte. Wie viele Qubits kann man jetzt in so einer Garage selber herstellen? Bislang denken wir, wir können 10 oder 50 Qubits mit einer Ionenfalle erstellen. Und das Ziel wäre halt, mehrere solche Ionenfallen zu verketten. Vielleicht nicht so viele, wie wir wollen, aber wir werden damit die Anzahl der Qubits sicher erhöhen können. Okay. Okay, Mikrofon 3 bitte. Welche Berechnungen könnte man dann oder hast du vor, auf diesem Quantencomputer ausführen? Ist mir nicht wichtig. Ich baue Sachen, die Software-Leute mögen sich drum kümmern, wie man es nutzt. Okay. Ja, Mikrofon 4 bitte. Hi. Deine optische Sachen erinnern mich irgendwie an Mikroskopen, also Mikroskope. Was wäre, wenn das vielleicht sogar Mikroskope sind? Weil im Prinzip, Mikroskope sind ja im Prinzip Einrichtungen, die solche Nano-Laser benutzen und so. Und vielleicht könntest du einfach die Nanoscale, also und damit kann man dann die Nano-Skala ablesen sozusagen. Also Laser wurden speziell dafür hergestellt und vielleicht kann man sich da ein paar Ideen abgucken für das eigene optische Einrichtung. Weil es gibt halt solche präzisen Laser, zumindest in der geometrischen Ausrichtung müssen sie präzise angeordnet sein. Danke für die Info. Wir benutzen viele spektrographische Techniken in dieser Art Computer. Da ist jemand an Mikrofon 3. Hast du darüber nachgedacht, optische Quantencomputer zu verwenden mit verbundenen Photonen und sowas? Das war meine erste Wahl. Aber, soweit ich weiß, ich bin kein Physiker, ist es schwierig, diese Photonen so zueinander zum Sprechen zu bringen, wie wir es mit Quantum Entanglement brauchen. Insbesondere für mehrere Qubits. Aber photonische Quantencomputer wären eine gute Technologie, weil sie auch bei Raumtemperatur funktionieren. Okay, let's interrogate the Internet. Dann lass uns nochmal das Internet befragen. Du hast erwähnt, dass man keine Messungen durchführen sollte auf dem Quantencomputer. Also hast du irgendwelche Messungen versucht auf deinem Prototypen? Was für Messungen?
Es ist schwierig. Ich glaube, das Internet kann gerade nicht wirklich antworten. Internet is limited. Ja, Internet ist tatsächlich eingeschränkt. Wenn die Person, die Frage gestellt hat, die Frage nur stellen will, kann ich eine Antwort schicken. Was ist mit elektrischen Feldern? Ich bin Ingenieur und gut als Ingenieur, also baue ich Sachen und das passiert. Ich habe keine Ahnung von diesen elektrischen Feldern in den Stromerzeugern. Okay, Mikrofon 2 nochmal. Hi, danke für den Vortrag. Wenn man das Vakuum hergestellt hat, wie kann man dann die richtige Anzahl Ionen einführen und dann in den richtigen Orten festhalten? Tatsächlich bringen wir die Ionen nicht ein. Wir nehmen einen Calciumstein, tun ihn in den Ofen. Die Röhre nimmt dann den Calciumdampf auf und das erzeugt die Ionen in dieser Quantencomputer-Röhre. Die werden gefangen, weil das jetzt elektrisch geladen ist. Und das machen wir alles, bevor wir das Vakuum darum schließen. Also tatsächlich einfach nur ein Stein Calcium. Was wir alles in die Kammer geben, bevor wir dann dieses Fangen aktivieren. Ja, wir bleiben bei Mikrofon 2, da ist eine andere Frage. Genau, zweite Frage. Was du beschreibst, ist ein lineares Array, eine lineare Anordnung von von quantenmechanischen Teilen, also hier die Ionen, die dann irgendwie verbunden werden durch gemeinsame Vibration, gemeinsame Schwingung. Also müssen sie dieses elektrische Feld irgendwie empfangen. Was wäre dann so die charakteristische Wellenlänge zwischen makroskopischen Partikeln und Ionen? Wenn man jetzt tatsächlich ein paar interessante Vibrationsmuster haben möchte, die nicht sofort in Wärmeverlust erstickt werden. Die Frage ist also, was ist die Dimension zwischen diesen Ionen? Ja, also ich glaube, das ist schon ziemlich cool, groß verglichen zu den IBM-Typen. Ja, schon. Ja, richtig. Die Dimension zwischen den Ionen, die wir benutzen, sind ein paar Mikronen. Wenn es also ForscherInnen schaffen würden, 100 solche Ionen zu verketten, dann ist die Länge halt 100 solche Ionen mal ungefähr 5 Mikron. Ja, und da hast du Bruchteile von Millimetern auf deinem Prototypen. Ja. Ja, ich muss dieses Design noch ein bisschen komprimieren. Ein bisschen. Also brauche ich eine bessere CNC-Fräse. Okay. Ja, nur Fragen aus dem Internet? Ja, also, diese hier. Also hier geht es um die GHCQ-Ausstellung. Ist die mir noch geöffnet? Ja, ist sie. Es ist tatsächlich auch gratis. Ja, ich glaube, sie werden dich auf Twitter fragen. Ja, klar, auch für Geschäftsgelegenheiten. Ja, jeder ist doch interessiert daran, was das GCHQ hat. Noch Fragen? Wie viele Leute arbeiten in deiner Garage? Ich, manchmal eine meiner Töchter, die 10 Jahre alt ist. Pro-Team. Noch Fragen hier aus dem Saal oder aus dem Internet? Wir haben noch Zeit. Dann beenden wir das jetzt hier. Vielen, vielen Dank und großen Applaus für Jan.
Vielen Dank auch aus der Übersetzerkabine. Gebt uns Feedback auf C3Lingo oder C3T auf Twitter oder Mastodon. Thank you.